Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains und Wild 3 hier auf meinem Kanal. Wir sind heute nochmal mit dem ICE unterwegs und dort möchte ich ein merkwürdiges Szenario spielen. Und zwar den ICE-Brecher. Führen Sie einen Geschwindigkeitstest mit dem ICE 1 durch und fahren Sie die komplette Strecke. Okay, wollen wir machen? Ja, da ist er, der ICE-Brecher. Ich lese vor und werde dabei ein bisschen was schon mal machen. Guten Morgen, heute werden wir Geschwindigkeitstest auf der ICE 1 Strecke durchführen. Die neue Strecke besteht aus einer direkten Verbindung von Kassel-Wilhelmshöhe nach Würzburg. Also, das Szenario ist ein bisschen merkwürdig. Ich mach mal die LZB aus, das werden wir gleich eh machen. Klick, 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 klick. Habt ihr gehört, dass ich ein bisschen vorgegriffen habe? Jetzt, da der Zug vorbereitet wurde, können Sie in Bewegung setzen mit dem Geschwindigkeitstest beginnen. Aus diesem Grund haben Sie die Erlaubnis erhalten, die Geschwindigkeitsbegrenzung bis maximal 300 zu überschreiten. So, also. Ein bisschen ätzend. Dieses Szenario, weil da gibt für mich keinen Sinn. Wir sollen jetzt hier mit 300 die Strecke runterfahren. Wir haben keine PZB, wir haben keine LZB, wir haben eine SIFA. PZB müsst ihr sowieso ausmachen. Bleibt euch nichts anderes über in diesem Szenario. Was einfach damit zu tun hat, wenn ihr mit der PZB schneller als 165 fahrt, dann steht ihr. Dann habt ihr eine Zwangsbremsung, dann ist Feierabend. So, Vorausschau haben wir auch keine auf die Signale. Deswegen habe ich jetzt oben in der Ecke auch die Geschwindigkeit und die Signale an, weil es tatsächlich so ist, dass wir unterwegs einmal halt erwarten bekommen, beziehungsweise einmal ein haltzeigendes Signal. Und das geht nicht zeitig genug auf. Und selbst wenn ihr eine Notbremsung macht, dann rutscht ihr da drüber. Habt ihr keine Chance. Habt ihr keine Chance, zeitig zum Stehen zu kommen. Könnt ihr vergessen. Und deswegen jetzt erstmal 100 km/h. Dann seht ihr auch 100 km/h, 180 km/h, 300 km/h und dann fahren wir nach Würzburg. Ja. Geschwindigkeit reduzieren auf 100, Fulda. Da sollen wir vorbeifahren. Modgas sollen wir vorbeifahren. Dann sollen wir die LZB auf. Also wir gucken uns das mal an. Also es ist ein ganz merkwürdiges Szenario. So, jetzt sollen wir 180 km/h erreichen. So, erstmal 140, jetzt müssen wir warten, bis die 180 überhaupt erlaubt sind. Auf 400 km/h sind nachher zugelassen da oben. Seht ihr das? So, jetzt geht's los auf 180. So, und ich werde nachher, wenn das Halt erwarten kommt, eine Notbremse einlegen und werde euch dann mal zeigen, wie man die Notbremse löst. Da hat nämlich der ein oder andere von euch ein Problem gehabt. Ist ein paar Mal die Frage aufgetaucht, wie das denn funktioniert. Und da habe ich dann jetzt passend dazu die Lösung gefunden. Beiden Herrschaften, die da aktuell ein Problem hatten, die habe ich auch schon angeschrieben. Der eine als Kommentar, der andere im Discord. Ja, jetzt geben wir erstmal Gas. Aber bergauf kann er nicht so, der ICE. Machen wir den ICE ein bisschen lauter. So, jetzt dürfen wir die 300 fahren. Erstmal 180 erreichen, das haben wir aber jetzt geschafft. Ping! Denn dieses neue Geräusch, wenn wir irgendwas geschafft haben, nervig. Wir werden jetzt versuchen, unsere Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Versuchen Sie, sie zu erreichen, bevor Sie Fulda erreichen. Jawohl, oder in Fulda ankommen. Wir probieren es.
Der Kaffee kommt hier wieder von selber. Sehr gut. Immer noch Fahrt oben. Bereite mich aber auf Halt vor. Ich weiß nicht ganz genau, wann es kommt, aber irgendwann kommt's. Das halt nimmt. Also ich glaube, da ist jeder beim ersten Mal voll drüber geknallt über den Mist. Also ich bin beim ersten Mal drüber gefahren, ohne Frage. Da hatte ich alles aus, da bin ich voll drüber geknallt. Immer noch Fahrt. 2,1 Kilometer. So weit, so gut. Das ist ein ganz merkwürdiges Szenario. Also wie. Es wurden hier auf dieser Strecke die ICEs getestet, ohne Frage. Als sie damals neu waren, war die einzige Schnellfahrstrecke, die wir damals hatten, bis Mannheim-Stuttgart eröffnet wurde. Und Fahrten wurden auch tatsächlich durchgeführt. Aber ob das als Szenario in so ein Spiel rein muss, weiß ich nicht. Finde ich eher so semi. Das ist Idee gut, Umsetzung mangelhaft, ganz klar. Es müsste gleich das Haltzeichen kommen, irgendwo zwischen 240 und 250, glaube ich. Aber es ist jetzt alles grün. Start vielleicht ein bisschen zu lange gebraucht. Könnte nämlich sein, dass das Signal jetzt dann hochgegangen, also aufgegangen ist. Wir beobachten das oben weiter. Na, der nächste schmeißt Trains in World 3 an. Wahnsinn, was hier abgeht. Guck mal, da vorne haben wir 130. Und halt. So, ab in die Notbremse. Und dann hoffen, dass es klappt. Dass es reicht. Das wird nichts. Hoffentlich geht das Signal noch auf. Geh auf. Geh auf. Jawohl. So, ich lasse die Notbremse bis zum Stillstand wirken. So, jetzt seht ihr, ich habe die Bremsen ausgelöst, also jetzt, die Notbremse bis zum Stillstand. Jetzt seht ihr, ich kann das hier nicht lösen, ne?
Kühlerbremsventil absperren und wieder aufsperren bringt auch nichts. Richtungswender vorwärts, rückwärts bringt auch nichts. Und jetzt kommt diese schwarze Taste hier ins Spiel. Einfach drauf drücken. Zack. Bumm. Löst sich die Notbremse. Müsst ihr warten, bis ihr wieder 5 Bar habt. Und dann könnt ihr aber eigentlich jetzt den Hebel schon wieder auf den Tisch packen. Und könnt den ICE arbeiten lassen. Ich fahr zwar jetzt ein bisschen gegen die haltende Bremse noch an, aber egal, es funktioniert. Habe ich euch das auch einmal gezeigt. Hat jetzt ein bisschen Probleme anzufahren, wir stehen 11 Promille im Berg. Doch, ist doch kein Problem. Ich glaube, ich werde gleich mal mit meiner Frau über das Abendessen quatschen. So, und jetzt sollte das bis Fulda hoffentlich klappen mit den 300, aber Fulda ist gar nicht mehr so weit weg. Aber ein paar Kilometer haben wir noch. Mal gucken, was passiert. Geht er jetzt mit 12 Promille bergab? So, dann bin ich mal gespannt, ob das reicht bis nach Fulda. Bei den 300. Auf jeden Fall ist mal alles grün. Wir haben bestes Wetter hier, 17 Grad bewölkt. Scheibe gerade trocken, aber vorhin war sie nass, als ich aufgestanden bin. Heute aus, weiß ich mal ein bisschen länger geschlafen. Die ganze Woche immer so um 9, halb 10 wach geworden und heute bin ich mal um halb 11 wach. Ich hoffe, dass ich es zeitig schaffe, die Folge hier hochzuladen. Also, dass er es schafft, bei YouTube die zu verarbeiten. Das ist, meine ich jetzt damit. 60 Minuten soll das Szenario gehen, 15 Minuten haben wir schon auf dem Dacho. Ja, das ist schon halb 12, ne? Eigentlich reicht das.
bei 200 sind wir jetzt schon angekommen. Jetzt geht es auch gerade wieder mit 13 Promille bergauf. Da ist ja, also bergauf ist der ICE 1 echt schwach auf der Brust. Also ich kann so ein bisschen verstehen, warum der auf der Verstrecke Köln-Frankfurt nicht fahren darf. Da geht es ja teilweise 40 Promille den Berg hoch. Könnte man doch eigentlich, jetzt mal ohne Flachs, die Mittelwagen sind ja da, die sind ja nicht angetrieben. Wenn man vorne und hinten jeweils eine auf dem, sag ich mal, auf dem Vectron basierende Lokomotive vorspannen würde, die einfach mal 2000 PS mehr hat, dann könnte man damit vielleicht sogar da den Berg hochfahren. Bei 800 Tonnen Gesamtgewicht. Wobei die Vectron eine relativ schwere Lokomotive ist mit 90 Tonnen. Also E-Lokomotive. Was gar nicht so schlecht ist, ne? Weil umso mehr Gewicht wir auf die Schienen drücken, umso höher ist die Anzugfahrkraft. Also umso mehr Kraft können wir anziehen, weil wir ja mehr Anpressdruck haben. Aber es sind jetzt im Vergleich zur 482 sind es 6 Tonnen mehr, die wir haben. Bei der Eisenbahn das sind 6 Tonnen, sind da ja ein feuchter Pups. Wegen 6 Tonnen zu viel macht man sich bei der Eisenbahn noch überhaupt nicht nervös. Da müssen wir uns dann da an gewisse Regeln halten, wenn wir zu schwer sind, aber nervös wird man deswegen nicht. Da wird eine Genehmigungsnummer geholt und dann geht das los hier. Genauso wie wenn wir zu lang sind, dann holen wir uns auch eine Genehmigungsnummer und dann geht das los. Genehmigungsnummer, kurz erklärt, das ist eine Nummer, die kriegen wir dann von der Betriebszentrale der jeweiligen Bezirke, in denen wir unterwegs sind. Wir haben ja in Deutschland verschiedene Eisenbahnbezirke. Wir haben Nord, wir haben West, wir haben Ost, wir haben Südwest, wir haben Süd, wir haben Mitte. Sind das alle gewesen? 7 Stück sind es, glaube ich. 6 oder 7 Stück. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht hundertprozentig. Hab's mal gelernt, aber das ist schon so lange her. Ich bin jetzt auch schon im 8. Jahr im Geschäft. Da gibt es einige Sachen, die einem regelmäßig, also nicht regelmäßig begegnen und dann vergisst man die auch gerne mal. Witzig ist auch immer, wenn man in irgendwelchen, also wir haben ja einmal im Jahr haben wir Fortbildungskurse, die müssen wir machen, weil sich die Regeln ja ändern jedes Jahr. Da kriegen wir dann neue Regeln beigebracht und übers Jahr wird geguckt, was denn so passiert ist in der eigenen Firma und da wird dann jeder Lokführer nochmal extra drauf geschult. Und das ist immer so ein bisschen lustig, wenn dann irgendeiner ankommt und einem versucht zu erzählen, dass der Strom da oben in der Oberleitung gefährlich ist. Ne? Also so einem Lokführer erzählt man das dann jedes Jahr. Ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Aber das scheint bis Fulda noch aufzugehen hier mit den 300. Jetzt schon bei 274. Leicht bergauf hier. Werden jetzt wieder langsamer. Aber kurz vor Fulda geht es nochmal den Berg runter. Sollte eigentlich, das sollte ein bisschen Fulda, sollte das lang. So, jetzt geht's bergab. 12 Promille. Jetzt Vollgas, die 300. Die Höchstgeschwindigkeit, die mit dem ICE jemals gefahren wurde, mit dem ICE 1 war, also mit einem kompletten ICE 1 waren 311. Den Test ICE, den lasse ich jetzt mal raus. Ja, Ziel erfüllt. An einem Ort anhalten, in Würzburg Hauptbahnhof. Ich lasse nochmal ein Gas ein bisschen drin, mal gucken, wie schnell wir ihn kriegen. 13 Promille bergab. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Halt kommt oder so. Das wäre eher bescheiden. 312, 313. Ich schalte ab. Lasse rollen.
Würde wahrscheinlich noch schneller gehen. Mal kurz, wie weit es noch bis nach Fulda ist. Ich werde mal langsam anfangen zu bremsen. Damit wir eine Chance haben, irgendwelche Geschwindigkeiten nachher noch einzuhalten, weil ich durch Fulda fahre, nicht mit 300. Das funktioniert so nicht. Kilometer haben wir noch. Bis Fulda. So 20 sind es noch. Kommt einem ja auf der Karte halt so wenig vor, weil die Karte, also 180 Kilometer werden hier dargestellt. Und auf kleinen, auf kurzen Karten kommt uns das immer ewig lange vor und hier kommt uns das ewig kurz vor. Wo es eigentlich noch ewig lang ist. Noch ein bisschen Gas, aber die 300 haben wir erreicht. Also das Ziel vom Szenario ist erreicht. Wenn wir das Ding noch sicher nach Würzburg bringen. Also zwischen Kilometer 90 und 80 von Kassel kommt, ist dann Fulda Hauptbahnhof. Jetzt lassen wir mal ausrollen. Obwohl der Roller hier rein. Wir müssen eigentlich auch gleich von der Geschwindigkeit runtergenommen werden. Jetzt nochmal schön bergab hier.
wenigstens sicher funktioniert. So, wir nähern uns Fulda an. Verlangsamen Sie, während Sie den Bahnhof passieren. So, 120 da vorne schon, nur noch. Leichtes Bremsen. So, reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf 100 km/h. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall mal die 120. Die 220, Entschuldigung. Das könnte man natürlich außerhalb, außer planmäßig, könnten wir jetzt theoretisch in Fulda anhalten. Und die LZB und so wieder anmachen. Aber das Szenario sagt, wir sollen es anders machen. Schauen uns das mal jetzt in aller Ruhe an, was jetzt hier passiert. Also wie gesagt, das ist, wir waren noch gar nicht unter 100 km/h, willst du mich verarschen? Was ist denn verkehrt bei dir? Und 80. Okay, also bremsen wir doch nochmal runter. Die Signale sind weiterhin gültig für uns, ne? Auch wenn wir ohne PZB und ohne LZB fahren. Jetzt auch erstmal umgewöhnen, dass man hier in den Signalen nichts quittieren braucht, weil ja nichts da ist zum Quittieren. Heiße ich euch herzlich willkommen in Fulda. Noch halt erwarten. Das Schöne beim ICE, da kann man eine Bremse rumrühren, ohne dass irgendwas kaputt geht. Rumrühren bei der Eisenbahn in der Bremse ist übrigens, wenn man dieses hier macht, ne? So und wieder so, weil es dann wieder grün wird und dann doch wieder so, weil es wieder halt wird. Das ist Rumrühren. Im Güterzug ist das eine ganz, ganz schlechte Bremstechnik. So entstehen dann Bremsstörungen, die wir im Idealfall eigentlich vermeiden wollen. So, dann halten wir mal an hier. Leute, ich nehme euch heute nicht mit. Ich bin heute nur zu Testzwecken hier. Ausbildungszwecke, Fahrschule. Ups. Mein Fehler. So, Signal ist schon wieder aufgegangen. Da habe ich ein bisschen zu viel Bremse genommen. Gucken hier. Das ist unser ICE. Wir wollen mal kurz diesen hier beobachten. 4, 6, 8, 10, 12. Auch ein 12, also auch ein 14-Teiler. Okay. Ich habe aber auch schon 9-Teiler gesehen. Dinger werden jetzt auch nochmal verkürzt auf 7 Teile. So, Mottern, Gleis 103 sollen wir hin. Oder drüber fahren.
Ah, die Tankstelle da oben haben sie nicht hingebaut. Schade. Da oben ist nämlich eine Aral-Tankstelle. Immer wenn ich hier unten im Güterbahnhof einen Zug abstelle, hole ich mir da oben eine Wurst. Am meisten stehen die Züge von uns da nicht lange. Wir werden meistens relativ schnell von einem neuen Lokführer übernommen. Nur wir müssen halt, man läuft dann halt erstmal 20 Minuten bis zum Hauptbahnhof. Oder 30 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Ich habe noch nie auf die Uhr geguckt. Ist eine ganz schöne Strecke. So anderthalb, zwei Kilometer sind es bestimmt. Gut, also es geht wieder auf die Schnellfahrstrecke. Links und rechts die Gleise wieder, die Gleise, die nach Frankfurt gehen. Die ich sehr gerne hier in dem DLC lieber gesehen hätte, als geradeaus zu fahren. Ja, also meine Vermutung ist, dass uns mit diesem DLC oder mit dieser Strecke hier relativ schnell langweilig werden wird. Weil die ganze Zeit hier ICEs und irgendwas mit LZB, AFB und so durch die Gegend fahren. Ich weiß nicht, ob das die Erfüllung ist. Ich meine, ist natürlich cool, dass wir sowas jetzt haben, ne? Aber ihr wisst schon, was ich sagen möchte, ne? Nur 28 Kilometer bis Modgas. In 30 Minuten sind wir jetzt unterwegs mit diesem Szenario, mit diesem merkwürdigen Szenario. Das Signal, ja, das war ein Vorsignal, ne? Ja, okay, alles klar, ich habe nichts gesagt, ich wollte jetzt gerade was sagen, aber Vorsignal muss ja nicht für unseren Fahrweg gewesen sein, kann es auch gerne dunkel sein. Wieder kein Kaffee. Was denn? Podcast Gleis 103, da würde ich mal eine kleine Vorausschau. 103 ist das Mittelgleis. Okay, das passt dann soweit. Haben wir eigentlich noch irgendwas anderes hier auf der Strecke gerade unterwegs? Scheint nicht. Aber wir halten uns jetzt mal an die Geschwindigkeit von 250. Wir haben ja keinen anderen Auftrag. Dann den Burgsinn sollen wir anhalten, die LZB ein, dann fahren wir nach Würzburg. Dann sollen wir nochmal eine Höchstgeschwindigkeit von 315 erreichen. Wie soll denn das gehen, wenn wir LZB geführt sind? Bin ich mal gespannt, was das jetzt werden soll hier mit der LZB und mit den 300 fahren. Die haben noch nicht mehr. Oh je. Ich glaube, dieses Szenario, das ist. Ich bin ganz froh, dass ich es jetzt dann auch hinter mir habe. Also das ist ein blödes Szenario. Das sage ich euch ganz ehrlich. Also da hat wieder irgendeiner ganz stark an irgendwelchen krummigen Kräutern gezogen. Damit ihm sowas eingefallen ist. Anders kann ich mir das hier wieder alles nicht erklären. Das ist wieder fernab von Gut und Böse. Ich glaube, ich werde so ein bisschen der Held der Steine der Trains in World Welt. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt keine vergleichbaren Produkte habe, die ich irgendwie zeigen könnte, um zu sagen, dass man das so machen muss und dass das hier alles scheiße ist. Und ein paar Klagen, also ein paar Anzeigen oder einstweilige Verfügungen würden dann auch noch fehlen. Aber das hier ist, also dieses Szenario ist wirklich fernab von Glück.
Das erste Szenario, das mit einzelnen Triebkopf durch die Gegend fahren, sage ich nichts, hat mir Spaß gemacht. Habe ich auch so in der Realität schon öfter gesehen, dass ein einzelner Triebkopf oder ein Triebkopf nur mit ein, zwei Wagen hinten dran durch die Gegend gefahren ist, zu Reparaturzwecken oder was weiß ich, von München nach Hamburg überführt worden, weil ja die unterschiedlichen ICE-Werkstätten, die wir in Deutschland haben, die haben ja unterschiedliche Schwerpunkte, was da repariert wird. Beziehungsweise ist es auch tatsächlich so, dass wir im ICE-Werk von Hamburg werden überwiegend ICE 1 und die neuen ICE 4er gemacht, beziehungsweise repariert. Und das habe ich alle schon gesehen, aber diese Nummer hier, dieses Szenario, um Himmels Willen. Also man freut sich ja darüber, wenn man als Hobbyspieler, sag ich mal, oder als nicht als Hobbyspieler, sondern was weiß ich, ich bin halt so ein kleiner Trottel, der daheim sitzt, dem langweilig ist und ich habe jetzt mal Bock, Eisenbahn zu spielen, ne? Und dann sehe ich so, boah, Trains in World und das kaufe ich jetzt und dann kann ich ein bisschen Eisenbahn fahren und dann am besten noch vor der Haustür, weil ich in Kassel, Fulda oder in Würzburg wohne oder was weiß ich, in Dortmund oder in Duisburg oder sonst wo und dann freut man sich, juhu, jetzt spiele ich hier ein bisschen Eisenbahn und dann, ja, spielt man so ein bisschen und dann irgendwann, ja, oh, da gibt es ja Zugsicherungssysteme, da gab es ja auch hier eine Einführung zu, das will ich jetzt mal ausprobieren und probiere ich das aus und dann kommt das Szenario und sagt, ja, mach die Scheiße aus, jetzt hast du es gelernt, jetzt brauchst du es nicht, also sehr dumm das Ganze, macht mir keinen Spaß, dieses Szenario. Deswegen mache ich es jetzt auch heute, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Sag ich euch ganz ehrlich, also wie gesagt, ich werde hier nicht irgendwas schönreden, was bescheuert ist. Und das Ding hier ist bescheuert. Heute. Ich wollte eigentlich die 250 bleiben, ne? Lass mal rollen. So ein Blödsinn hier. Das ist nur dafür gemacht, um irgendwelchen Leuten ein Szenario zu geben, wo sie mal einfach übertreiben können. Dafür ist das gedacht, für nichts anderes. Das ist nichts Sinnvolles dahinter, kein gar nichts. Da kann ich auch sagen, ich gehe auf den Testring und hau da den Hebel auf den Tisch. Da kann ich auch mit 300 im Kreis fahren. Dafür ist dieses Szenario gemacht, für irgendwelche Leute, die einfach nur Blödsinn machen wollen. Das sind dann die Leute, die bei mir in den Livestreams reinkommen und sagen, fahr mal mit 400. Fahr mal mit 400, wo nur 60 erlaubt ist. Mein Bruder zum Beispiel, der sowas auch gerne mal reinschreibt. Wenn er sieht, dass ich live bin. Hab schon öfter vor. Nämlich auch so ein, mach mal kaputt das Ding. Komm schon, mach kaputt. Auch alle Eisenbahn geschädigt. Gehen auch alle mit mir in die Bananenbiegefabrik, wenn es dann soweit ist. Wenn ich meine 10 Jahre voll habe hier, dann gehe ich ja nach Hamburg in die Bananenbiegefabrik, nehme den Easymark, den Mr. Zero, den Jonas. Nehme ich dann mit, also meine ganzen Moderatoren. Die gehen auch alle mit in die Bananenbiegefabrik dann. Dann gehen wir alle Bananen biegen, damit ihr krumme Bananen habt. Und die kann dann der andere Kollege, der die Schnauze voll hat, kann die dann über die Kasse ziehen, die Bananen. Kennt ihr bestimmt, ne? Diesen Meme. Ich werde bekloppt hier. Das ist doch alles nicht mehr normal. Ich kündige, dann gehe ich zu Rewe, dann lasse ich mir einen Silberblick kloppen. Gucke in die Bananen rein, setze mich an die Kasse, ziehe die Bananen übers Fließband und gehe mit 1500 Brutto nach Hause. Das wird, oh je, bitte geh auf. Ich habe jetzt keinen Bock, dass hier 40 Minuten wieder für den Arsch sind. Bitte, geh auf. Jawohl, oh, Glück gehabt. Ui. So, da wir uns Burgsinn nähern, verlangsamen sie auf 100. Ja, ich bin ja schon dabei. Uiui. Wieder gegen die feste Bremse hier ein bisschen anfahren, damit wir nicht zum Stehen kommen. Wir sind im Bahnhof, da müsste ich den Fahrdienstleiter anrufen. Mit denen telefoniere ich immer so ungerne. Hätte ich aber auch mit rechnen können, wenn da steht, über einen Ort fahren, dass da mal kurz rot ist. Hat er doch kurz gestanden. Muss ich warten, bis die Bremsen hinten gelöst sind. Oh, ich löse mal aus.
Auf 0 runter und dann geben wir nochmal Gas. Haben wir hier einen Angleicher? Jetzt bewegt er sich. So, 5,3 Bar angeglichen. So, 16 Kilometer bis nach Burgsinn. Hier riecht es nach Zimt. Warum riecht es hier nach Zimt? Werde ich gleich mal die Mutti fragen müssen. So, das mit der 315, das verstehe ich nachher nicht. Ich werde die 315 erreichen, das ist nicht das Problem. Ich glaube, wenn DTG dieses Video hier sieht, dann schmeißen sie mich wieder aus dem Partnerprogramm. Da ist ein bisschen was verwechselt worden in dem Szenario. Mal gucken, reduzieren sie auf 100 km/h. Fahren sie nach Burgsinn, dann wird uns jetzt gesagt, wir sind auf 100 km/h. Da haben sie ein bisschen was verwechselt, glaube ich, hier. Und der nächste schmeißt Trains in World 3 an. Wie viele Leute spielen jetzt gerade in meiner Freundesliste Trains in World 3? Jetzt gucke ich nochmal. In 3 aktuell nur. Trains in World 2 wird auch noch gespielt. Überraschung. Was man für Trains in World vielleicht mal einführen könnte, wären dynamische Baustellen. Also jeden Tag, wo man fährt, 200 andere Baustellen auf einer Strecke von 30 Kilometer, so wie die DB Netz das auch in der Realität tut. Dann spontan Baustellen, die auf einmal einfach aufploppen, ohne dass einer davon weiß. Und dann wäre doch mal was. Noch 8,1 bis nach Burgsinn. Dann ist auch nicht mehr weit bis nach Würzburg, wie man hier sieht. Und wir sind quasi schon vor den Toren Würzburgs. Dürften dann noch so 40 Kilometer sein.
Ah, lass mal noch ein bisschen rollen. 5,4 Kilometer haben wir noch. Das ist entspannt. Dass sie das mit dem Gemüse noch nicht hinkriegen, dass das da vorne immer aufploppen muss. Die Geschwindigkeiten über 160 sind echt zu schnell für das Spiel. Das war bei Trains in World 2, das war bei 2020 schon so, das war bei Trains in World 1 schon so. So, einmal Vorsignalisierung hier. Oder auch nicht. Ja, dass ich die 100 fahren soll, ist ja schön und gut, aber wann werden die angekündigt? Und dann haben wir sogar eine 40er Einfahrt. 40 erwarten. So eine schöne Strecke und Signale teilweise wieder einfach nur hingerotzt. Also die Signalbedeutung, Signalbegriffe und so einfach wieder nur hingerotzt. So, wir gehen einmal ganz nach außen. Aber wo kommen jetzt diese 60 her? Oder 40, die ich jetzt so fahren habe? Wo kommen die auf einmal her? Warum? Das ist ein Szenario. Ist das so schwer in einem Szenario, die Signalbedeutung vernünftig zu... Oh Leute, ey, dieses Szenario, das ist gar nicht... Das ist eine einzige Katastrophe, ist das Ding hier. Da wird der ICE-1 so degradiert. So, wir sollen die LZB jetzt einschalten. Was war denn jetzt gerade der Text? Ich habe gar nicht gesehen. Hm, gar nichts. Wir sollen nur anhalten, LZB-Störschalter wieder rein. So, dann sollen wir nach Würzburg fahren. Boah, es ist 12 Uhr. Okay, die Feuerwehr ist wieder später dran als das Handy. Der Pieper von meiner Frau. Die Feuerwehr ist wieder eine Minute verspätet. Das ist die Minute, in der die Flut gekommen war. Sag euch das. Samstags wird die Uhr nach dem Pieper meiner Frau gestellt. Wir synchronisieren immer unsere Armbanduhren, ne? Samstags um 12. Nein, Scherz am Rande, kannst du ja nicht, wenn die Feuerwehr eine Minute verspätet. Piept. Jetzt müssen wir mal einen erklären, warum wir den LZB-Störschalter reinmachen sollten, obwohl wir die LZB jetzt ja gar nicht benutzen. Ich kann sie auch nicht anmachen, also nicht komplett anmachen, weil wir nochmal 315 fahren sollen.
ICE ist schon ein geiles Gefährt, der IC1. Früher, wie gesagt, war es mein absoluter Lieblings-ICE. Bis der Velaro kam. Allein schon die Abteile, die wir hier noch haben in den ICEs. Großartig. Schade, dass sie die nicht mehr wieder zurückholen. So, 40 Kilometer bis Würzburg. Bin ich mal gespannt, ob das noch reichen wird, um die 315 tatsächlich auch zu erreichen. Müsste aber eigentlich, weil anders können wir das Szenario ja nicht abschließen. Die ganze Zeit ein Promille bergab hier. Ich mein LZB-Ortskennzeichen. Wann kommt der Hinweis, dass wir die 350 fahren sollen? Bei 315. Schon kommen, dass wir gleich in Würzburg ankommen. Das Szenario ist nicht abgeschlossen.
Weil wir die 315 nicht erreicht haben. Dann raste ich aus hier. Finde ich nämlich alles andere als lustig, sowas. Wieder bergauf, jetzt über die Kuppe und dann hoffentlich bergab. 21 Kilometer haben wir noch. Man, ich brauch's so richtig bergab. Da vorne wird schon wieder flacher. Aber der Tunnel, der neigt sich nach vorne weg, das ist gut. Ich bin gespannt, ob ich das noch schaffe mit den 215. Ich weiß nämlich nicht, ob ich, soll das Szenario sonst beendet werden? Das funktioniert nicht. Wir haben ja gar nicht alle Aufgaben erfüllt. Also, das ist nicht in meine Birne rein hier. Ganze Quatsch. Ihr merkt, also mit dem Szenario bin ich echt null einverstanden. Das merkt ihr aber auch, ne? Also ich bin da echt angepisst von. Vorne sollen wir schon wieder runterbremsen. Ganz vergessen. Dann fahren wir mal nach Würzburg und gucken mal, was passiert. Vielleicht hat sich das blöde Ding auch einfach nur irgendwo verschluckt. Mit seinen komischen Ansagen hier. Bergab müssen wir noch ein bisschen bremsen. Bin ich jetzt mal echt gespannt, ob das zum Abschluss führt, was wir hier machen.
Aber ich freue mich irgendwie, die Folge schon hochzuladen und euch die heute Abend zu zeigen. Ja. Gas gebe ich keins mehr. Und gleich eh wieder diese lustige 30er-Nummer da. Ein bisschen zu schnell. 60er Einfahrt. Man merkt auch, dass da während des Szenarios immer mehr die Lust verschwindet, ne? Das hier zu Ende zu machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt gerade ein Krampf für mich, das hier durchzuziehen. Weil es einfach so blöd ist. Ich bin jetzt aber auch echt eine Stunde am Motzen, ne? Da kommen wir in die lustigen 30. Die lustigen 330. Ja, oh Mann. Gut, quittieren wir. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir sind ja ohne PZB unterwegs. Brauchen wir nicht quittieren. Einfach weiterfahren. Ignorieren. Alles ignorieren hier. Das ist Sinn und Zweck von so einer Eisenbahnsimulation, dass man alles ignoriert. Einfach 300 fahren und ab dafür. Dann, wenn das Szenario jetzt nicht abgeschlossen ist, lade ich den Scheiß hier trotzdem hoch. Ich sag euch das. Und dann ist das Ding hier für mich Geschichte. Dann kann das irgendein anderer für mich machen. Wenn ich mal irgendwann jemanden zu Besuch da habe, der so einen Scheiß spielt, der kann das dann für mich machen. Ich mach das nicht mehr. Ich lade den Mist dann so hoch. Also sorry, da fällt mir echt nichts mehr ein zu diesem Szenario. Oh nee, nee. Die anderen Szenarien, die sind alle okay, sage ich nichts, aber das hier. Das haben sie wahrscheinlich produziert, weil sie haben wieder nur 5 Stück gehabt und dann haben sie gesagt, na komm, jetzt müssen wir mal 6 machen. Ne? Weil wir hauen immer nur 5 raus und damit die Leute jetzt mal ein bisschen glücklich werden, dann hauen wir jetzt nochmal schön 6. Szenario raus und das ist dann diese Scheiße hier. Ne? Schön auf ein Liter Kölsch, ne? Zwei Joints in Rachen und dann geht das ab hier. Ne? Dann können die Leute nicht mehr sagen, wir machen zu wenig Szenarien. Na, weil jetzt haben wir eine 6 und keine 5 mehr. Ist zwar Quatsch, aber wir haben 6 Szenarien, ne? Wo wir wieder beim Thema Bananenkloppen sind, ne? Also ein. Ja, ich höre auf, mich aufzuregen. Ich versuche es zumindest. Heute Abend im Livestream wird es wieder entspannter. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Spaß. Da saß wieder die Irokesenkalle. Aber mit dieser Pringles-Werbung übertreiben sie es auch total. Normalerweise müsste ich Pringles anrufen und sagen, ich mache jeden Tag auf meinem Kanal Werbung für euch. Lasst mal ein bisschen Kohle springen. Oder einmal im Monat so einen Karton mit 200 Pringles-Packungen. So, sie haben die Höchstgeschwindigkeit von 315 erreicht. Gute Arbeit. Wow, jawohl. Und wann soll ich das erreichen?
Ah, hat doch funktioniert. Gut gemacht. Sie haben den Geschwindigkeitstest abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Jetzt habe ich schon gezittert da oben. So, eine Goldmedaille. Bin ich gespannt. Ich glaube eher Silber. Ich war ein paar Mal ein bisschen zu schnell. Wobei das in dem Szenario eh scheißegal ist. Also. Zugriff, aber achso. Goldmedaille. Okay, dann brauche ich mir den Blödsinn wenigstens nicht mehr antun. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr seid heute Abend um 20.30 Uhr beim nächsten Livestream mit dabei. Morgen 18 Uhr die nächste Folge, dann gerne wieder einschalten. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Däumchen nach oben, nicht vergessen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wer von euch noch nicht auf dem Discord ist, kommt gerne auf den Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da werde ich mich jetzt gleich noch schön weiter auskotzen. Und dann dürft ihr natürlich auch gerne an der Liga teilnehmen, www.trainsandworlds2, aktuell noch die Homepage .de. Da könnt ihr drauf und dann könnt ihr da an der Community-Liga teilnehmen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und von mir ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.